Hallo, hallo. Guten Morgen oder Mittag oder wann auch immer ihr diesen Vlog seht. Und ja, herzlich willkommen zum Messe-Vlog. Es ist Freitag und morgen geht es zur Leipziger Buchmesse für mich und Ferris. Wir sind nur einen Tag da, sprich wir fahren morgen hin und morgen noch wieder zurück. Aber das ist streckenmäßig für uns gut machbar. Wird vermutlich ein bisschen stressig, ein langer Tag. Aber ich freue mich echt mega. Ich war tatsächlich erst einmal auf der Leipziger Buchmesse. Das ist schon etliche Jahre her. Wir wollten irgendwann, ich glaube vor 2 Jahren oder so, mal zusammen hin, Ferris und ich. Aber da war dann, das war diese Zeit direkt nach Corona, wo noch nicht sicher war, was ist jetzt erlaubt, was nicht, beziehungsweise welche Veranstaltungen können wieder stattfinden. Und da wurde die Messe irgendwie kurz vorher gecancelt. Und da sind wir dann so nach Leipzig gefahren, falls ihr euch erinnert. Aber ja, dieses Jahr klappt es und wir fahren morgen ganz früh los. Heißt, ich werde heute so ein bisschen vorbereiten. Ich muss erstmal noch ein Paket abholen. Ich bin jetzt gerade am Frühstück und am Überlegen, ob ich das tatsächlich noch schaffe, bis die um 12 zumachen. Aber da es erst 10 Uhr ist, sollte es kein Problem sein. Paket abholen, dann muss ich noch einkaufen. Also ein paar Snacks für die Messe. Und muss noch die Bücher auswählen, die ich signieren lassen will. Ich habe nämlich ein Ticket für die Signierstunde von Caroline Wahl. Da darf man 2 Bücher mitnehmen. Ich habe gerade geguckt, Scone Dynasty ist von ihr signiert. Ich glaube, die Vielleicht-Reihe habe ich komplett unsigniert. Das wurmt mich ja jetzt ein bisschen, weil das 3 Bücher sind und man nur 2 signieren lassen darf. Das heißt, ich hätte dann 2 signiert und 1 nicht, aber gut. Kann man nichts machen. Und dann ja, werde ich heute Abend schon mal so ein bisschen meine Tasche packen und so. Und ansonsten werde ich mir heute, denke ich, einen ganz entspannten Tag machen und freue mich sehr auf die Messe morgen. Ich bin richtig gut. Ich habe gerade festgestellt, dass ich wohl den 3. Band vielleicht irgendwann damals bei Graf bestellt habe, denn der ist schon signiert. Das heißt, ich kann mir auf der Messe Band 1 und 2 signieren lassen und habe dann alle signiert hier stehen. Das ist doch schön. Und da ich mir den 2. von Scone Dynasty, also Golden Heritage, auch bei Graf bestellt habe, ist die Reihe dann am Ende, wenn ich Band 3 da auch noch bestelle, auch komplett signiert. Also Problem gelöst. Ich finde es ein bisschen unangenehm. Ich habe hier diese mega Neon-Sticker und die sind, das war noch so die Phase, wo die so voll weit rausguckten. Wo ich die so voll weit nach außen hin geklebt habe. Aber gut, ich nehme das jetzt so mit. Und Band 2 ist ja sowieso mein absoluter Liebling aus der Reihe. Von daher freue ich mich sehr drauf, den signieren zu lassen. Und habe damit schon mal meine Bücher ausgewählt, die ich mitnehme. Das ist auch die einzige Signierrunde, die ich habe. Also ich habe sonst keine Tickets bekommen, beziehungsweise ich hatte noch geguckt, was es so gibt, was noch zur Verfügung stand, sage ich mal. Aber tatsächlich hat mich da auch das meiste nicht so interessiert. Und das, was mich interessiert hätte, war halt schon weg. Ich werde jetzt mal kurz gucken, dass ich noch so das Messeticket ausdrucke und von der Signieraktion dieses Ticket und nebenbei eine Einkaufsliste schreiben. Genau. Und ich muss unbedingt den Kameraakku noch aufladen, weil ich euch ja morgen mitnehmen will. Das darf ich auch nicht vergessen. Und meine Powerbank, oh mein Gott. Aber ich hatte irgendwie die letzten Tage noch keinerlei Lust, mich um irgendwas zu kümmern, weil ich so dachte, ich habe ja den ganzen Freitag Zeit, um halt alles vorzubereiten. Und jetzt gerade denke ich mir so, gut, wenigstens Akkus aufladen oder so hätte ich schon mal machen können. Aber gut, jetzt ist es zu spät. Muss auch gucken, ich will auch nicht zu viel mitschleppen, so an insgesamt, weil es wird doch über den Tag sehr schwer. Deswegen mal gucken, was ich nachher überhaupt alles einpacke. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich mein Messeticket habe. Oh mein Gott. Oh Gott, wann habe ich mich da denn angemeldet? Ist das schon so lange her? Wo ist meine Suchfunktion? Ah. Dieses Mail-Programm hat sich, oh, da oben. hat sich irgendwie aktualisiert, wollte ich sagen. 2017. Ich habe das alte hier noch im Mail-Konto. 2017 war ich das letzte Mal in Leipzig auf der Buchmesse. Das ist schon heftig. Aber das sagt mir immer noch nicht, wo ich das Ticket für diesen... Oh, ich glaube, ich habe das bestimmt...
gekennzeichnet, wenn ich klug war. Stellt euch vor, es scheitert jetzt daran, dass ich mein Messeticket nicht wiederfinde. Schon eine richtige Odyssee hier, bis ich an mein Ticket komme. Hätte ich es mal gleich ausgedruckt damals, aber ich dachte mir so, nö, das hätte ich eh verlegt. Ah. Ich habe diese süße Tasse bei DM mitgenommen, weil ich meine restliche Osterdeko nicht finde. Ich habe so einen Karton gefunden und dachte, ah gut, weil ich wusste halt, ich habe nicht so viel Osterdeko tatsächlich. Mehr so für Herbst und Weihnachten. Und dann habe ich diese Kiste und denke, irgendwie fehlt da doch was, aber ich weiß nicht, wo der Rest ist. Ich hoffe, ich habe den beim Umzug nicht aus Versehen mit weggeworfen, dass ich irgendwie dachte, in dem Karton ist keine Ahnung was drin, weil ich habe den anderen, wo auch mein Ostergeschirr drin ist, nicht gefunden. Aber ja, jetzt habe ich zumindest eine zweite Ostertasse für dieses Jahr noch hier und ich meine, Ostern ist nächste Woche. Also ich bin eh spät dran dieses Jahr und von daher ist es nicht so schlimm. Aber ja, die musste mit. Und dann habe ich tatsächlich bei DM kürzlich diese Riegel für mich entdeckt. Ich glaube, den hatte ich in dem einen Vlog schon mal. Da hatte ich den probiert und ich fand ihn richtig gut. Neu habe ich nochmal den zum Probieren mitgenommen. Die nehme ich morgen mit auf die Messe. Ich habe sowieso sehr viele Snacks für die Messe gekauft. Hauptsächlich ungesund, aber egal. Irgendwas, was man halt schnell so nebenbei essen kann. Ich nehme noch so ein bisschen Obstgedöns mit. Das mache ich halt immer ganz gerne. Und dann habe ich hier Knopfers. Da werde ich welche von mitnehmen. Falls ich eher so bei der Autofahrt tatsächlich Lust auf was Süßes habe, habe ich diese Haribo-Vampire. Dann haben wir diese Mini-Reiswaffeln und was ich auch sehr gerne snacke, auch so bei der Arbeit, sind diese Laugendinger. Die finde ich tatsächlich immer sehr gut. Und dann habe ich mir noch zwei Brötchen und ein Croissant mitgenommen. Das werde ich als Frühstück machen, weil ich werde hier morgen nicht vorher frühstücken. Wir werden dann unterwegs eine Pause machen oder ich esse halt während der Fahrt irgendwie. Und das ist dann mein Frühstück. Und dann habe ich die Snacks und wir werden uns da bestimmt dann irgendwann so ein richtiges Mittagessen noch kaufen, denke ich mal, wenn wir die Zeit haben. Da steht man ja teilweise echt sehr lange an. Mal gucken. Aber ja, ich denke mal, ich bin gut eingedeckt. Zur Not, wir werden ja nicht so mega spät zu Hause sein. Die Messe macht um 6, glaube ich, zu und wir fahren so, je nachdem wie wir durchkommen, 2,5 bis 3 Stunden. Das heißt, ich bin um 9 oder so zu Hause. Wenn wir nicht, also wenn wir wirklich bis zum Ende, bis 18 Uhr bleiben, dann bin ich um 9 zu Hause und kann mir dann immer noch irgendwie schnell was machen. Und von daher wird das reichen. Und ja, genau. Ich werde das jetzt erstmal noch alles wegräumen. Ich habe mir heute zum Probieren auch noch so ein paar Alternativen mal mitgenommen, die ich schon länger mal probieren wollte. Und zwar von, wie heißt die Firma? Mühlenhof? Oh Gott. Jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch. Aber egal. Die veganen Schnitzel und dann habe ich hier solche Rostbratwürstchen, weil ja auch bald die Grillsaison wieder beginnt und dann kann man ja auch mal wieder ein bisschen durchprobieren. Und wenn ich die vorher jetzt probiere, weiß ich beim Grillen dann mal, was ich essen kann. Und dann haben wir die Feinschmecker-Salami und Hähnchen-Aufschnitt. Fake-Hähnchen-Aufschnitt. Hauchschnitt, wie da so schön steht. Ja. Einfach mal zum Probieren. Ich mache das ja halt echt so, dass ich immer so zwischendurch mal irgendwas an solchen Sachen ausprobiere. Und wenn ich dann was finde, was ich gut austauschen kann gegen das Original sozusagen, dann bleibe ich dabei. Und jetzt wird es mal wieder Zeit. Ich habe das so ein bisschen vernachlässigt. Aber ja, jetzt wird es mal wieder Zeit, ein paar Sachen zu probieren. Und ja, ich werde das jetzt alles erstmal wegräumen. Werde vielleicht schon mal anfangen, die Snacks und so in den Rucksack für morgen zu packen. Und dann zeige ich euch, welches Buch hier neu eingezogen ist, denn ich habe mein Päckchen abgeholt. Das hätte ich gestern schon abholen können, das wurde ja in die falsche Filiale gebracht und das war mir gestern einfach zu weit. Aber heute war ich ja eh so weit unterwegs, dass ich mir so dachte, gut, heute fahre ich da kurz vorbei und habe 2 Euro für ein paar Minuten Parken bezahlt, weil ich kein anderes Kleingeld mehr hatte und man da zahlen muss. Ja, aber egal, ich habe das jetzt abgeholt und das zeige ich euch gleich, aber vorher räume ich das erstmal alles weg. Was ich euch noch zeigen wollte, ich habe mir dieses Blümchen eben mitgenommen, weil ich diesen Topf für Ostern hatte. Da war mal irgend so eine kleine Blume drin, die mir dann eingegangen ist. Und ich fand das so süß und dachte, die passt hier richtig gut rein. Und dann hatte ich eben noch diese beiden für den Balkon, weil ich da auch diese Mini-Töpfe hatte, die leer waren.
Und jetzt wird es langsam frühlingshaft. Ich muss nur noch den, diesen Kasten am Balkon neu bepflanzen. Aber das war mir heute zu viel. Hätte ich jetzt noch die Erde mitnehmen müssen und so. Und da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Ich habe Einkäufe wegsortiert, meine Messetasche gepackt für morgen. Was habe ich noch gemacht? Schon wieder vergessen. Ach ja, die Wohnung so ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Böden gewischt und sowas. Und ja, habe natürlich das Päckchen aufgemacht. Und zwar war da drin Pretty Scandalous. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Heißt als Rache von Tammy Fischer, das neue Buch. Das ist bei der Buchhandlung Graf hatte ich das bestellt. Und da hat das diesen Umschlag. Also das ist eine broschierte Ausgabe mit Schutzumschlag tatsächlich. Und wenn das jetzt mal fokussiert, genau, zeige ich es euch nochmal. So sieht es ja eigentlich aus, genau. Und da ist jetzt halt dieser Umschlag, wobei ich den beim Lesen definitiv abmachen werde, weil irgendwie hat der Umschlag halt hier nicht so guten Halt, allein durch diese Lücke hier, wie bei einem Hardcover. Und das heißt, der würde mir beim Lesen voll schnell zerknittern. Deswegen werde ich das beim Lesen definitiv abmachen. Aber ich glaube, ansonsten stelle ich es mir so ins Regal. Ich finde das ganz hübsch tatsächlich. Und ja, es hat so einen Farbschnitt. Das beißt sich natürlich ein bisschen. Ne? Das passt zu dem... Oh Gott, mein ganzer Bücherstapel kippt. Passt zu dem eigentlichen Cover ein bisschen besser, der Farbschnitt. Aber ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es so mit dem Umschlag... lasse. Ich brauche dafür erstmal noch einen Platz im Regal, da wo Tammys Bücher stehen, ist nämlich alles voll. Na, ich lege es erstmal so dazu. Und ja, genau, das war der buchige Neuzugang für heute. Ich habe mir jetzt gerade nebenbei noch einen Kaffee gemacht, den werde ich jetzt erstmal noch trinken. Und ich habe jetzt gar keine Lust mehr, heute irgendwas zu tun. Ich glaube, ich werde nur noch lesen so ein bisschen. Scheiße, mal schauen. Vielleicht habe ich nachher auch noch auf was anderes Lust. Aber ich bin jetzt erstmal nach dieser ganzen Einkaufs- und Putzaktion hier soweit fertig. Und ich habe aber noch was, Moment, von einer lieben Abonnentin kam ein kleiner Ostergruß mit 3 selbstgemachten Lesezeichen. Die finde ich auch mega, mega süß, muss ich sagen. Die gefallen mir richtig gut. Finde ich sehr, sehr hübsch. Habe ich mich auch mega drüber gefreut. Und die kommen hier in mein kleines Lesewäschen und ja, genau. Und ansonsten gibt es auch nichts Spannendes zu berichten. Ich denke, ich lese jetzt. Aktuell lese ich The Serpent and the Wings of Night. Ich bin noch nicht allzu weit. Ich bin in den letzten Tagen eher so schleppend vorangekommen. Es gefällt mir bisher aber ganz gut. Ich bin auf Seite 145. Mal gucken, wie weit ich da noch komme. Auf dem Kindle lese ich nebenbei immer noch The Song of Shadows. Da bin ich, glaube ich, bei fast der Hälfte mittlerweile, aber das lese ich halt auch immer erst so abends zum Schlafen gehen dann. Von daher habe ich da noch nicht so weit gekommen die letzten Tage. Und ja, genau. Ich denke, ich lese jetzt ein bisschen hier drin und dann mal schauen, wie weit ich so komme und so. Jo. Ich habe alles gleich los. Hallo, ich bin Fennis, hier ist Franzi. Wir sind ja gerade auf. Ich muss mich gerade konzentrieren. Ja. Wir sind gerade auf dem Weg zur Buchmesse in Leipzig. Am Half damals ungefähr, sind noch ungefähr eine Stunde unterwegs. Das Wetter lässt so zu wünschen übrig, ne? Zum Glück ist die Messe drin. Genau, zum Glück ist die Messe drin. Patiska und ich beschäftigen uns hier während der Fahrt auch schon gut genug. Genau, mit diskutieren. Wir suchen gerade die passenden Wörter, aber irgendwie passt das nicht. Und mal gucken, wie es dann auf der Messe wird. Genau. Voll. Wir haben schon beide schon gesagt, also bestimmte Bücher oder sowas, die wir uns raussuchen, haben wir jetzt so nicht. Weil das wird klappt wahrscheinlich, das klappt und eh nicht klappt, weil das so voll sein wird. Wir stöbern und machen spontan voll. Genau. Wir gucken einfach, was wir so finden und nehmen irgendwas mit, was irgendwie gut klingt, was gerade so ist. Was wir erreichen können bei den vollen Wegen. Ungefähr. Das Regal, wo wir drankommen, da kaufen wir einfach was. Genau. Mal gucken, vielleicht treffen wir von euch ja auch mal wen. Oder gut, wenn das Video rauskommt, haben wir von euch vielleicht wen getroffen. Mal gucken. Und dann sehen wir uns auf der Messe wieder. Yes. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Angekommen. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Wir sind später da als geplant. Es ist 11. Aber wir haben immerhin alles erreicht. Jacke abgegeben. Wir sind drin. Bisschen durchnässt. Wieso mache ich mir morgens eigentlich die Mühe? Meine Haare, ey. Es regt mich richtig auf. Pizza! Da hinten ist es voll leer.
der Suche nach dem Dunkelstern Verlag, um Bücher zu signieren. Yay! Wir haben schon ein paar Verlage entdeckt, aber noch nicht so gut. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, würde ich mal so sagen. Und wo sind wir jetzt? Alle zwei. Schon wieder? Sehr gut, das ist auch 10. Sehr gut. Kasen! Wir haben auf der Messe dann nicht mal wirklich gevloggt, aber immerhin ein bisschen mitgefilmt, deswegen gibt es mal ein kleines Voice-Over. Und ja, wir haben dann als erstes den Dunkelstern Verlag gefunden, wo es einfach mittlerweile richtig viele Bücher gibt, wie ihr sehen könnt. Und ich durfte meine beiden Andorias dann auch direkt signieren. Das heißt, die Bücher gab es da dann signiert zu kaufen. Und soweit ich weiß, haben dieses Angebot auch einige von euch genutzt und haben dort ein signiertes Buch geshoppt. Hat mich natürlich auf jeden Fall mega gefreut. Und es ist immer wieder ein cooles Gefühl, da am Verlagsstand zu sein und die Bücher zu signieren. Und ja, danach sind wir langsam weitergezogen und haben erstmal ganz viel tatsächlich gestöbert und uns auch die Zeit genommen, mal so ein paar Bücher anzugucken, die wir noch nicht kannten. Im Vergleich zur Frankfurter Buchmesse war es nicht ganz so voll. Wir sind zumindest ein bisschen besser an die Regale rangekommen und konnten deswegen auch echt einige Bücher mal in die Hand nehmen und in Ruhe angucken. Und ja, wenn ich dran denke, verlinke ich euch die Bücher, die ich mir hier anschaue, alle nochmal in der Infobox. Dann könnt ihr selbst ein bisschen stöbern. Das hat mir auf jeden Fall diesmal auf der Messe sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es waren einige Bücher dabei, die ich schon mal gesehen hatte und mir halt nur genauer angeguckt habe und einige, die mir tatsächlich so ganz unbekannt waren oder bei denen ich auch einfach noch nicht wusste, dass sie schon erschienen waren. Und Ferris hat auch fleißig gestöbert und hat dann tatsächlich von uns beiden als erster ein Buch gefunden, was er dann kaufen wollte. Das seht ihr gleich. Also tatsächlich war diesmal Ferris derjenige, der als erstes geshoppt hat. In Frankfurt war ich ja diejenige, die irgendwie eins der ersten Bücher, die sie in der Hand hatte, direkt gekauft hat. Letztendlich bin aber ich tatsächlich, ich glaube, mit einem Buch mehr aus der Messe gegangen als Ferris. Das sehen wir dann am Ende oder spätestens im Neuzugänge-Video. Und dann ging es schon weiter. Und wie schön kann ein Stand bitte sein? Wir haben uns tatsächlich bei Chest of Fandoms angestellt. Zum Ende hin, da war da eine relativ kurze Schlange. Wir haben, glaube ich, so 10 Minuten gewartet und durften dann in den Stand und haben da tatsächlich auch noch was gekauft. Wir waren hier beim Sternsand Verlag. Da habe ich auch ganz viel gestöbert, weil das immer so Bücher sind, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe. Aber da waren einige gute bei und da habe ich, glaube ich, auch am Ende 2 Bücher mitgenommen. Das seht ihr dann später, da stelle ich euch die Bücher alle nochmal vor. Der Tag bestand hauptsächlich aus gemütlichem Stöbern und ein bisschen Büchershoppen und das war echt ganz schön. Hallo, zurück aus dem Auto. Ferris und ich sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Und ja, es war voll auf der Messe. Es war irgendwie was komisch. Es war alles ein bisschen entzerrter als in Frankfurt, aber irgendwie fand ich es teilweise echt anstrengender. Vielleicht, weil wir mehr rumgelaufen sind. Ja, also mehrere Hallen. Ne? Wir sind halt häufiger in den Hallen gewechselt, weil alles eben so entzerrt war. Aber das Gute war, man steckte nirgends fest. Ja. In Frankfurt steckte man irgendwann in den Schlangen fest und wusste nicht, wofür man... Die Schlangen auch beim Glücksverlag haben wir besser geregelt. Ja, es war deutlich besser geregelt. Wir haben uns tatsächlich zwischendurch bei Chest of Fandoms angestellt, weil die Schlange gerade recht kurz war und es hat auch nur so 10 Minuten gedauert oder so. Dann waren wir drin und haben da ein bisschen Bücher geshoppt. Was, das zeigen wir euch dann noch, beziehungsweise ich zeige euch meins dann zu Hause und Ferris in den Neuzugängen. Ferris hat 4? Ja, bist du. Ich habe 5, genau. Und ja, ich habe meine Bücher signiert am Dunkelstern Verlag und war bei der Signieraktion von Caroline Wahl und was haben wir noch gemacht? Wir sind eigentlich nur so rumgelaufen, haben wie gesagt ein paar Bücher geshoppt und ja, keine Ahnung, der Tag ging so rum. Zwischendurch haben wir einfach mal auf dem Boden gesessen, als wir eine Pause brauchten. Aber ja, ich fand es sehr schön, aber ein Tag hat irgendwie auch gereicht. Und jetzt fahren wir zurück und mal gucken, ob ich das da einfangen kann. Sieht in der Kamera jetzt nicht so cool aus wie in echt, aber der Himmel ist da hinten gerade recht eindrucksvoll. Es fokussiert nicht. Das wird nichts. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich ein paar von euch getroffen habe oder dass wir ein paar von euch getroffen haben. Mein Gehirn hatte zwischendurch ein paar Aussetzer. Eine Abonnentin hat mir ihren Namen buchstabiert.
Dann schreibt man mit Ü. Und ich stand da wirklich und dachte, was ist ein Ü? Ich hatte alles im Kopf. J, Y, ich war kurz davor, ein Q zu schreiben. Ich dachte, nein, Moment, das ist kein Ü. Ich weiß nicht warum, ich war zu dem Zeitpunkt halt auch recht schon ein bisschen kaputt und stand in dieser Signierschlange für Caroline Wahl. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, es war keine Ahnung, was für mich. Ich dachte echt, was ist ein Ü? Mein Gehirn hat echt so Error, Neustart, keine Ahnung. Und so ein paar Sekunden lang, bis ich dann wusste, wie ein Ü aussieht. Also ja. Naja, wir fahren jetzt nach Hause und ich denke, ich melde mich morgen dann wieder bei euch und zeige euch, was ich alles so mitgenommen habe. Und ja, möchtest du noch was hinzufügen? Nee. Nee. Okay, bis dann. Und der Akku ist leer. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Akkus hingepackt habe, die ich bei der Buchmesse mit hatte. Die muss ich jetzt erstmal suchen, bevor es hier weitergeht. Dann legen wir los und ich zeige euch meine Messerausbeute. So, jetzt geht's los. Ja, ich habe gestern am Sonntag dann eine kleine Vlogpause gemacht. Ich war echt noch so ein bisschen kaputt von der Buchmesse irgendwie, von dem ganzen Hin- und Hergelaufen und den ganzen Eindrücken und so. Und habe mich dann eigentlich nur ausgeruht. Ich habe den Großteil des Tages zumindest auf dem Sofa verbracht. Und ja, deswegen gibt es jetzt meine Messe-Neuzugänge. Ich habe tatsächlich 5 Bücher gekauft auf der Messe. Ferris hat 4 gekauft, falls euch das interessiert, weil auf Instagram ja tatsächlich eine kleine Wette lief, wer hier wie viel kauft. Ich habe mich für eure Vorstellungen zurückgehalten, weil die Wette ging so Richtung 9 oder 8 Bücher. Aber nein, es sind nur in Anführungszeichen 5. Es sind aber tatsächlich halt auch Neuentdeckungen dabei. Also ich habe jetzt nicht irgendwie Bücher gekauft, die ich sowieso im Auge hatte für die nächste Zeit, um sie zu kaufen, sondern Bücher, die ich wirklich da auf der Buchmesse entdeckt habe, bis auf eins. Das hatte ich schon mal in der Hand, aber habe ich irgendwie ja nicht näher drüber nachgedacht. Und dann hatte ich es mir da nochmal angeguckt und habe da dann entschieden, es mitzunehmen. Genau. Und zwar habe ich als erstes ein Buch, was tatsächlich auf dem Weg nach Hause ein bisschen gelitten hat. Leider, leider. Aber gut, da muss ich jetzt mit leben. Und zwar ist es Vengeance? Ich glaube. Vengeance? Ach, wie auch immer. Ist egal. Dazu kann ich übrigens gleich nochmal ein paar Takte sagen zu dem Thema Englisch und englische Aussprache. Aber gut, fangen wir erstmal damit an. Das ist das Buch. Das ist der Farbschnitt. Da geht es tatsächlich um Traumwandler. Es geht um Nemesis, die aus einer Familie von Traumwandlern kommt und an der Academy of Dream Analysis im hohen Norden Finnlands zu einer Luziden ausgebildet werden soll, um Träume durch die Wirklichkeit, zu beeinflussen. An der Akademie lernt sie Mercy kennen, den Neffen der Direktorin, in dessen Träumen sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihr Herz verliert. Doch was niemand ahnt, eigentlich ist sie an der Akademie, um den Tod ihres Bruders zu rächen. Sie weiß, die Direktorin ist dafür verantwortlich und nichts steht ihr mehr in ihrem Weg, wäre da nicht Mercy, der zu ihrem Gegenspieler wird. Das klingt richtig nach einem moralischen Dilemma, weil sie der Direktorin die Schuld für den Tod an ihrem Bruder gibt und gleichzeitig den Sohn Mercy eben eigentlich, den Neffen, eigentlich mag, aber gleichzeitig ist er ja auch irgendwie sozusagen dann ihr Feind oder so. Also es klingt auf jeden Fall ganz cool. Habe ich mir auf der Buchmesse zum ersten Mal angeguckt und dachte direkt, ja, das nimmst du mit, das klingt cool. Eine Sache, die ich noch sagen wollte, ich habe in letzter Zeit ganz oft auf TikTok Kommentare gelesen, wie, oh mein Gott, warum liest du das auf Deutsch? Wieso liest du das nicht auf Englisch? Also jetzt nicht auf mich bezogen, sondern unter Videos von anderen. Oder, du kannst das nicht richtig aussprechen, das spricht man so und so aus und das spricht man so und so aus und das spricht man so und so aus. Aber halt auch nicht nett gemeint als Hinweis, sondern eher so richtig vorwurfsvoll nach dem Motto, wieso kannst du das nicht? Und allein dieser Kommentar, wieso liest du das auf Deutsch, wieso liest du das nicht auf Englisch, macht mich so aggressiv, weil es nun mal sehr viele Leute gibt, die eben nicht so gut Englisch können. Seit wann ist das eine Voraussetzung geworden fürs Lesen, dass ich gut Englisch lesen und verstehen kann? Es gibt viele Menschen, die es nicht können, beziehungsweise die vielleicht schon es können, aber einfach ja, für die es einfach viel, viel anstrengender ist, als auf Deutsch zu lesen. Und ich würde auch mal behaupten, dass das echt die Mehrheit der Lesenden ist, für die Englisch lesen einfach viel, viel anstrengender ist, viel, viel länger dauert und dann auch nichts mehr mit Abschalten und Spaß haben zu tun hat, sondern wirklich eher mit, ich streng mich an, ich muss mich viel konzentrieren und so weiter und so fort. Also das macht mich ein bisschen aggressiv, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, weil ich nicht weiß, was das soll. Ich meine,
wir sind hier in Deutschland und von einem Großteil von uns ist Deutsch die Muttersprache. Warum also müssen wir plötzlich auf Englisch lesen? Warum müssen wir jedes Wort richtig aussprechen? Warum müssen wir auf Englisch alles verstehen? Das macht absolut keinen Sinn. Klar, es ist schön, wenn man das kann. Ich freue mich auch für jeden, der gut Englisch lesen kann und der die Gelegenheit hat, Bücher im Original auf Englisch zu lesen. Aber das ist doch keine Voraussetzung. Wo sind wir denn hier? Und diese Kommentare sind halt echt in einer Art und Weise formuliert, dass sie nicht freundlich sind und dass sie auch nicht eine einfache, höfliche Frage sind. Ich meine, dagegen spricht ja nichts. Sozusagen, oh, das Buch ist auf Englisch, keine Ahnung, sprachlich ist es auf Englisch viel besser, versuch doch mal auf Englisch, vielleicht macht dir das ja Spaß, sondern wirklich so, du liest es auf Deutsch und du kannst es nicht auf Englisch lesen? Also so richtig abwertend, das macht mich so aggressiv. Könnt ihr euch nicht vorstellen, das regt mich richtig auf. Jedes Mal, wenn ich das sehe, bin ich kurz davor, selbst ein Video auf TikTok zu diesem Thema hochzuladen, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock auf die Diskussion, deswegen lasse ich es. Aber ja. Das mal so kurz dazu. Und mich nervt es teilweise unter meinen eigenen Videos. Es gibt so ein paar Kommentare oder ein paar Leute, die gern mal kommentieren, das spricht man aber so aus und das spricht man so aus. Ich meine, manchmal frage ich ja danach, dann ist es auch absolut fein, wenn ihr das kommentiert. Aber manchmal denke ich mir so, dann sind das auch so Kommentare, die so ein bisschen spöttisch formuliert sind. Mit Lachsmileys und so, wo ich dann halt manchmal auch nicht weiß, okay, ist das jetzt nett gemeint oder nicht. Und dann denke ich mir aber auch so, Leute, ich bin keine Amerikanerin oder Engländerin oder was weiß ich. Ich bin mit Deutsch aufgewachsen und habe im Englischunterricht auch nicht unbedingt mehr aufgepasst als nötig. Zwar schon so gut, dass ich auch mal auf Englisch lesen kann, aber Aussprache war allein dadurch, dass ich mich nie gemeldet habe und mündlich nie mitgearbeitet habe, weil ich da einfach keinen Bock drauf hatte, nie so wirklich mein Thema. Also, und ich muss ehrlich gestehen, solange ich nicht vorhabe, jetzt ein Auslandsjahr in England oder so zu machen, interessiert es mich teilweise auch einfach nicht, wie bestimmte Worte ausgesprochen werden. Weil, außer um mal einen Buchtitel vorzulesen, brauche ich es erstmal nicht. Und ja, das mal kurz dazu. Aber kommen wir zu meinem zweiten Buch, was ich gekauft habe. Das ist Das Juwel der Talmeren aus dem Sternensand Verlag. Das hat mich erstmal so wegen des Covers angesprochen. Fand ich ganz hübsch. Und dann habe ich gesehen, hier geht es um Greifenreiter. Und ich meine, wir hatten jetzt Drachen, wir hatten auch schon alle anderen magischen Wesen, die es so gibt. Aber Greifenreiter habe ich noch nicht so oft gehabt. Kann ich mich sogar gerade gar nicht so unbedingt dran erinnern. Doch bei Mythos Academy, beziehungsweise... Ja, bei den späteren Bänden der Mythos Academy, ich glaube in den ersten ein, zwei Bänden noch nicht so, da gibt es dann Greif, aber auch nicht so thematisch wie hier. Hier geht es um den Greifenreiter Lathaniel, der die Aufgabe erhält, durch das Talmerengebirge zu reisen, um im Namen der Herrscherin Altras mit dem Zirkelleiter von Fae zu verhandeln. Und ihm ist bewusst, dass dieses Unterfangen Gefahren birgt. Aber er und sein Kumpel Steinwind haben noch nie zu einem Abenteuer Nein gesagt. Lathaniel nimmt die Mission also kurz entschlossen an, obwohl ihm neben seinem Freund bloß ein ehemaliger Assassine sowie eine Wassermagierin mit diplomatischem Geschick zur Seite stehen. Was die vier Gefährten im Hochgebirge erwartet, übersteigt in dies ihre kühnsten Vorstellungen. Nicht nur, dass die Gruppe sich früher als gedacht in einer lebensbedrohlichen Lage befindet, sie stößt obendrein auf ein uraltes Relikt, welches für Altra von großer Bedeutung sein könnte. Das Juwel der Talmeren. Klingt richtig cool, finde ich. Also Greifenreiter, ich bin dabei. Ist, glaube ich, der Start einer Trilogie, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte, glaube ich, drei Bücher da gesehen, beziehungsweise oder zwei und eins erscheint noch. Und ist mein Buch aus dem Sternensand Verlag. Da habe ich, glaube ich, bisher tatsächlich nur eins im Regal. Und das sind die, was habe ich denn? Was habe ich mir denn letztes Mal mitgenommen? Waren es die, es waren nicht die Staubchroniken, das war, oh Gott. Jetzt müsste ich es natürlich finden. Oder habe ich das gar nicht mitgenommen? Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Okay, dieses Rätsel bleibt fürs Erste ungelöst, weil ich nicht weiß, wo ich es hingestellt habe und mich nicht genau an den Titel erinnere. Aber, ja. Gut, dann haben Ferris und ich uns tatsächlich bei Chest of Fandoms angestellt, weil wir da in einem Moment vorbeigekommen sind, wo wir gerade irgendwie nichts anderes mehr auf dem Plan hatten und die Schlange tatsächlich recht kurz war. Und wir haben, glaube ich, auch echt nur so 10 Minuten angestanden, also und das mitten am Tag. Also es war Bombe, wir hatten Glück. Und da habe ich mir zum einen, es war ein bisschen irgendwie auch ein doofes Gefühl, wir dachten, wir stehen jetzt hier an, dann müssen wir eigentlich irgendwas kaufen, weil sonst haben wir uns umsonst da angestellt und anderen den Platz weggenommen. Aber nein, wir wären notfalls auch ohne was rausgegangen. Mich haben aber tatsächlich
vier Bücher angesprochen. Ich habe mich letztendlich für zwei entschieden. Zum einen Night Owls, Boten der Dämmerung und... kenne ich die? Nee, ich glaube nicht. Unter dem Deckmantel der Nacht bricht eine schleichende Welle der Zerstörung über London herein. Vögel fallen vom Himmel, Straßen zerbröckeln in bodenlosen Abgründen und Menschen lösen sich in Sternenstaub auf. Nyx und James sind Nachtboten, die nicht nur die Anzeichen der drohenden Apokalypse zuerst erkennen, sondern auch entschlossen sind, sie aufzuhalten. Im Labyrinth der Stadt suchen sie nach einem Menschen, der die Saat des Chaos streut. Doch sie sind nicht die einzigen. Konkurrenz machen ihnen die Agenten des Ordens des ersten Tages, die ganz eigene Pläne zu verfolgen scheinen. Von allen Seiten bedrängt beginnen Nyx und James zu ahnen, dass die größte Gefahr von ihnen selbst ausgeht. Klingt sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob das ein Einzelband ist. Könnte tatsächlich sein. So rein vom Klappentext her. Aber ich weiß es nicht. Naja. Wie auch immer, das ist der Farbschnitt. Ich weiß gar nicht, ob ich den eben schon gezeigt hatte. Finde ich ganz hübsch. Mit diesen Federn und so. Und ja, das war das eine, was ich bei Chest of Phantoms mitgenommen hatte. Das andere ist Godkiller von Hannah Kanner. Und das hat leider auch ein bisschen gelitten. Ich habe, sieht man das? Da sind so feine Kratzer, so ganz feine. Ich habe... nämlich vom Leaf Verlag ein Goodie Bag bekommen, so ein Blogger Goodie Bag. Und da war so eine typische Merch-Krone drin. Und hab die Bücher in diesen Beutel gepackt. Und die Krone war eingepackt, hat aber leider trotzdem so ein bisschen gedrückt hier. Aber gut, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Ich finde übrigens die Farbschnitte von Chest of Phantoms ganz cool. Also die ich da gesehen hatte. Nicht alle, aber der hier zum Beispiel. Der sieht so samtig weich aus. Ich kann das nicht beschreiben. Ich glaube, man sieht das in der Kamera auch nicht. Aber der sieht halt nicht einfach nur gedruckt aus, sondern irgendwie so ein bisschen weicher. Das ist irgendwie nochmal was anderes. Aber ja, finde ich ganz hübsch. Und hier habe ich tatsächlich auf dem Weg nach Hause, weil Ferris gefahren ist, den Prolog schon mal gelesen. Viel weiter bin ich nicht gekommen, weil es dann dunkel wurde. Aber es hat mich auf jeden Fall direkt in seinen Bann gezogen. Ich bin da sehr gespannt drauf. Hier geht es um Küssen. Ich weiß nicht, ob man ihren Namen so wirklich ausspricht. Das ist auch nur eine Kurzform. Eigentlich heißt sie... Moment. Kyssiana. Finde ich schöner. Naja, auf jeden Fall hat sie das Töten von Göttern zu ihrem Beruf gemacht. Doch eines Tages trifft sie auf einen Gott, den sie nicht töten kann. Nämlich Skidaiket. Keine Ahnung. Das ist so eine Buchstabenkombination, die werde ich nie aussprechen können. Es ist der Gott der Notlügen. Er ist an das junge, adlige Mädchen Inara gebunden, das ohne ihn sterben würde. Gemeinsam müssen die drei nach Blenraiden reisen, die letzte Stadt, in der es noch wilde Götter gibt. Der ehemalige Ritter Elogast hat dasselbe Ziel, aber auch ein großes Geheimnis. In seinen Händen liegt das Schicksal des Landes. Nichts ahnt, was im Zentrum von Blenraiden lauert, tritt die ungleiche Gruppe ihre Reise an. Also allein, dass es einen Gott der Notlügen gibt, finde ich schon sehr sympathisch. Bin sehr gespannt auf das Buch und wie gesagt, der Prolog hat mich auf jeden Fall schon sehr für sich eingenommen. Und zu guter Letzt habe ich noch ein weiteres Buch am Sternensand Verlag mitgenommen. Und zwar Autumn and Leaf von J.K. Bloom. Ich glaube, das ist eine deutsche Autorin, oder? Es ist im Übrigen ein Einzelband. Oh, guck mal, hier ist hinten eine Illustration. Cool. Auf jeden Fall geht es hier um 551 und 556. Das sind ihre Produktnummern, denn sie wurden von einer Maschine erschaffen und in einem Institut großgezogen, wo sie darauf warten, verkauft zu werden. Sie sehen aus wie Menschen, besitzen jedoch keinerlei Rechte, dürfen keine Gefühle haben und schon gar keinen Umgang miteinander pflegen. Doch Autumn und Leaf geben sich Namen, lieben sich in aller Heimlichkeit und planen zu fliehen. Als Leaf ausgerechnet an einen grausamen Mann verkauft werden soll, muss alles schnell gehen und die Flucht steht kurz bevor. Doch da erfährt Leaf, dass Autumn sich allein davon gestohlen hat, ohne sie mitzunehmen. Sind das beides Mädchen? Das interessiert mich jetzt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Na egal. Ihr bleibt nur, sich ihrem Schicksal zu ergeben, denn ohne... Ach nee, ohne ihn, okay. Denn ohne... Autumn ist für mich voll der Mädchenname. Denn ohne ihn ist sie eben nur Nummer 556. Ein Produkt dazu verdammt, für die perversen Fantasien ihres neuen Besitzers herzuhalten. Sie ahnt nicht, dass die wahre Grausamkeit ihr noch bevorsteht, denn Autumn hat das Institut nicht freiwillig verlassen. Das klang auch einfach richtig cool, mal wieder so Science-Fiction, irgendwie so in die Richtung. Hat mich auf jeden Fall vom Klappentext einfach mega angesprochen. Und ja, es ist ein Einzelband, das ist auch mal cool. Gibt es ja auch nicht so häufig, zumindest bei mir im Regal. Bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf.
und musste deswegen mit. Das sind die Bücher, die ich auf der Buchmesse mitgenommen habe. Ferris und ich haben dann gleich gestern nebenbei etwas gegen den After-Messe-Blues getan und haben schon mal unser Hotel für Frankfurt gebucht tatsächlich. Wir waren so ein bisschen am Zögern, weil die Hotels einfach echt wahnsinnig teuer geworden sind. Und dann halt gerade zur Messezeit ist es ja nochmal teurer. Wir haben uns jetzt aber entschieden, so ein bisschen entfernt zu übernachten, halt nicht direkt in Frankfurt, und haben da eigentlich was Gutes gefunden. Und werden von Donnerstag bis Samstag da sein. Wir wollen halt mal so einen Fachbesuchertag mitnehmen, wenn möglich. Also für mich als Autorin sollte das auf jeden Fall klappen. Und Ferris kriegt dann hoffentlich eine so eine Blogger-Akkreditierung. Und dann kommen wir hoffentlich beide zusammen am Donnerstag schon rein zum Fachbesuchertag, damit wir einen Tag haben, wo wir ganz in Ruhe einfach mal alle Stände abgehen können. War jetzt halt in Leipzig nicht möglich, weil das gibt es in Leipzig nicht. Also da gibt es ja, das ist eine reine Publikumsmesse, und hätte auch nicht geklappt, wenn wir beide arbeiten mussten. Aber bei Frankfurt haben wir halt beide Urlaub und das wollen wir nutzen. Und deswegen, ja, nehmen wir den Donnerstag mit hoffentlich. Sind aber auf jeden Fall bis Samstag da und für euch Samstag da, wenn ihr dann kommen solltet. Und ja, wir freuen uns jetzt schon. Bis dahin sind sogar alle drei Andorias draußen, alle im Dunkelstern Verlag dann zu sehen. Und bis dahin, der dritte Arcadia wird wahrscheinlich noch nicht draußen sein, aber dann dürfte es auch nicht mehr lange sein. Also ja, ich bin schon sehr gespannt, was sich bis dahin noch so tut. Und ja, ansonsten, wie gesagt, habe ich mich gestern ausgeruht, bin jetzt heute von der Arbeit gekommen, habe erstmal ein bisschen was für Instagram und TikTok fertig gemacht und werde jetzt, denke ich mal, heute Abend nur noch lesen, beziehungsweise, wenn ich Lust habe, schneide ich gleich den letzten Vlog, um den hochzuladen, für morgen, würde aber für übermorgen auch noch reichen. Ja, ansonsten wird, wie gesagt, denke ich, nur noch gelesen. Das ist erstmal so der Plan. Und ja, diese Woche ist Ostern. Nun mal für euch noch zur zeitlichen Orientierung, damit ihr überhaupt wisst, in welcher Woche wir uns gerade bewegen. Diese Woche ist Ostern. Ich arbeite jetzt bis Donnerstag. Heißt, morgen Mittag ist die Hälfte der Arbeitstage schon geschafft. Hihi. Ich habe nämlich Ostern größtenteils frei. Ab Karfreitag frei. Ich habe dann nur Ostersonntag einen kurzen, hoffentlich kurzen Frühdienst. Wenn nichts schief geht und er so lang ist, wie er sonst ohne Ostern ist, müsste ich so 10:30, 11 tatsächlich fertig sein mit der Arbeit. Das wäre halt richtig, richtig cool. Dann könnte ich nochmal in Ruhe nach Hause kommen, mich so ein bisschen ausruhen und so, und dann halt zum Mittagessen zu meiner Familie fahren und mit denen Ostern verbringen. Ja, das wäre halt ganz schön. Aber ja, wir gucken mal, was die Woche noch so bringt. Hallo zu einem neuen Vlogtag. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich euch abstelle. Oh Gott, wo war ich? Jetzt muss ich kurz ein Foto machen. Karfreitag. Heute ist Karfreitag. Ich habe mich ein paar Tage nicht gemeldet. Ich weiß auch nicht, ich kam irgendwie nicht dazu. Ich war auch irgendwie gestern und vorgestern ultra müde wieder. Es nervt mich ein bisschen. Also ich muss halt dazu sagen, die Arbeit war einfach gestern und vorgestern mega anstrengend. Ich hatte einfach mega die anstrengende Tour und konnte keine Pause machen und war dann halt, als ich nach Hause kam, völlig ausgelaugt. War aber vorgestern dann tatsächlich nach der Arbeit noch im Garten direkt. Kam dazu nicht dazu, mich zu melden, und war dann abends einfach tot, weil ich halt nicht mal irgendwie eine kurze Ruhepause dazwischen hatte. Und gestern war ich dann halt noch einkaufen und dann habe ich mein Auto zu meinem Bruder gebracht, weil er mir da was reparieren soll, und bin dann zu Fuß zurückgelaufen, war da halt auch recht lang unterwegs so gesehen. Und ja, dadurch war ich jetzt irgendwie beide Tage mega kaputt und kam nicht dazu, mich zu melden. Und ja, jetzt haben wir Karfreitag. Ich habe heute frei, ich habe auch morgen frei. Ich mache hier gerade nebenbei einen Salat, nur dass ihr euch nicht wundert. Habe Sonntagmorgen einen kurzen Frühdienst, also Ostersonntag. Aber das kriegen wir dann auch noch hin. Ich habe dann, keine Ahnung, um 11 oder so habe ich Feierabend und kann dann ganz normal Oster feiern. Habe Ostermontag auch wieder frei. Also alles voll in Ordnung. Und ich mache jetzt gerade ein bisschen in Eile hier einen Salat. Ich bin nämlich spontan bei meiner Mama zum Familienessen eingeladen. Und eigentlich hatte ich halt so dieses ganze Salatgedöns für mich gekauft.
weil ich mir heute was Schönes zu essen machen wollte und so. Und jetzt bin ich aber da eingeladen und dachte, gut, dann nehme ich den Salat halt mit und mache den jetzt zum Mitnehmen. Jetzt ist es aber schon 12:30 und da ich kein Auto habe, holt mein Bruder mich, also das kriege ich heute Abend wieder, aber jetzt gerade habe ich noch keins, deswegen holt Ferris mich so um, keine Ahnung, in einer Dreiviertelstunde ab. Heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. Ich habe irgendwie ewig lang heute Morgen gebraucht. Ich war irgendwie mit nichts zufrieden, was ich anhatte, wie ich mich geschminkt hatte und so. Ich war einfach den ganzen Morgen voll unzufrieden. Und dementsprechend hat das alles irgendwie mega lange gedauert, weil ich mich 5-mal umgezogen habe und immer neu geschminkt habe. Und ich, mein eines Auge ist hier noch voll rot vom ständigen Neuabschminken und so. Auf jeden Fall habe ich jetzt eigentlich nur gefrühstückt dann seitdem, mich dann nochmal umgezogen. Jetzt bin ich einigermaßen zufrieden. Und jetzt mache ich noch auf die Schnelle hier den Salat und dachte, bevor ich diesen Vlog-Tag hier wieder voll verpeile, melde ich mich mal kurz nebenbei und erzähle euch, was die letzten Tage so los war und was ich gerade so lese und so. Und dann muss ich bald los. Genau, ich habe nämlich heute Morgen tatsächlich, als ich noch ganz gemütlich war und noch nicht spät dran war, habe ich ein bisschen gelesen. Und zwar lese ich immer noch The Serpent and the Wings of Night. Das gefällt mir auch wirklich gut. Ich habe aber festgestellt, dass es mich irgendwie... Also ich glaube, es hätte mich früher mehr gecatcht und ich hätte es früher total geliebt. Und jetzt finde ich es halt gut, aber ich glaube, es wird halt nicht so ein mega Highlight für mich. Also dann zum Ende tut sich jetzt noch mega krass irgendwas. Also ich glaube, früher hätte ich es mehr gefeiert. Also mein Lesegeschmack hat sich irgendwie verändert. Das ist so das erste Buch, wo mir das jetzt so richtig krass aufgefallen ist. Jetzt nicht in dem Sinne, dass ich sowas nicht mehr lesen würde, aber schon so, dass solche Bücher, die früher leicht ein Highlight geworden wären, es jetzt halt nicht mehr unbedingt sind. Also ich lese sowas immer noch sehr gerne, aber es braucht mittlerweile irgendwie andere Dinge, damit Bücher ein Highlight für mich werden. Wobei ich euch jetzt gar nicht konkret sagen könnte, was, also ich könnte jetzt euch auch nicht sagen, was mir bei dem Buch fehlt, damit es ein Highlight wird. Weil also es stört mich nichts an dem Buch. Es ist nicht so, dass mir da irgendwas nicht dran gefällt, aber es fehlt halt irgendwas. Ich kann aber beim besten Willen nicht in Worte fassen, was. Also ich weiß das irgendwie selber nicht so genau. Aber es ist mir halt heute Morgen beim Lesen irgendwie aufgefallen. Davon abgesehen, aber wie gesagt, gefällt es mir ganz gut. Ich finde es recht spannend. Ich bin jetzt, glaube ich, so... Seite 400, nee, nicht ganz, 350 glaube ich so ungefähr. Hab also noch fast 200 Seiten vor mir. Bin gespannt, was da noch passiert. Ich lese da halt auch schon wieder recht lange dran, weil ich die letzten Tage auch immer nur so, weiß ich nicht, so 30 Seiten oder so wieder geschafft habe. Und das Buch hat halt 500 Seiten, also es dauert. Ich bin gerade am Überlegen, welches Buch ich jetzt heute mitnehme. Ich werde bestimmt zwischendurch... ein bisschen Zeit zum Lesen haben und wollte halt generell heute versuchen, so ein bisschen mehr zu lesen und morgen das frei so ein bisschen ausnutzen. Aber ich will das Buch nicht unbedingt mitnehmen, weil es ein Hardcover ist. Ich werde mir mein Kindle einpacken. Bin aber gerade am Überlegen, welches Taschenbuch ich mir noch einpacken könnte. Ich habe so einiges auf meinem Bücherwagen, auf meiner Leseliste. Muss ich gleich mal schauen, für was ich mich da entscheide. Und... ja, ansonsten habt ihr, glaube ich, auch nichts verpasst. Ich wollte heute eigentlich den vorherigen Vlog schneiden. Das schaffe ich jetzt zeitlich leider, glaube ich, auch nicht mehr. Dann werde ich versuchen, entweder schneide ich ihn heute Abend noch und lade ihn direkt hoch. Oder ich schneide ihn halt nachher und lade ihn morgen hoch. Ich hatte halt ursprünglich, also das hat sich halt erst heute Morgen ergeben, dass ich dann den Tag jetzt größtenteils mit meiner Familie verbringe. Ich hatte ursprünglich gedacht, heute Lesetag und ein bisschen YouTube-Videos drehen. Also zum Beispiel vielleicht Bücherregaltour oder so drehen. Und ein bisschen was für TikTok und Instagram vorbereiten. Um den Tag so ein bisschen zu nutzen. Aber das wird jetzt natürlich nichts. Muss ich mal gucken, wie das dann morgen ist. Und ja, mal gucken, was ich heute wenigstens vielleicht gelesen kriege so nebenbei. Ja, ich glaube, ich mache jetzt erstmal den Salat hier fertig. Und dann mal gucken, ob ich noch irgendwie ein paar Minuten Zeit für irgendwas habe. Und mal schauen, was der Tag dann noch so bringt, ne? Ich muss erstmal nach Emma gucken hier, bevor ich weitermache. Sie putzt sich.
sie sitzt auf dem Balkon auf einem Stuhl und sie kommt da nicht alleine runter. Deswegen muss ich jetzt immer gucken zwischendurch, ob sie vielleicht runterkommen möchte. Aber schaut sie euch an. Oh. Du süß. Na du? Auf jeden Fall war ich ja gestern dann spontan beim Familienmittagessen und das Familienmittagessen hat mit allem drum und dran, ich glaube bis 21 Uhr oder so gedauert und dementsprechend kam ich dann gestern nicht mit zum Vloggen und so. Es war aber auf jeden Fall sehr schön, leckeres Essen, wir haben ein bisschen Karten gespielt und so und hatten ganz viel Spaß und ja, das war der erste Feiertag. Heute ist alles normal, ein normaler Samstag. Ich habe heute nochmal frei, ich muss ja morgen zu einem Frühdienst, kann aber ja dann, also nach dem Frühdienst ist auch Schluss und kann dann Ostern genießen, so. Und ja, ich bin jetzt gerade dabei, einen Vlog zu schneiden und zwar den von vorletzter Woche. Ich habe in den letzten Tagen YouTube ein bisschen vernachlässigt, also den Kanal hier insgesamt. Ich glaube, das letzte Video kam zwar vor ungefähr einer Woche, das war aber, dieses Programmvorstellungsvideo für die Neuerscheinung vom Lief-Verlag, genau. Also der letzte Vlog ist tatsächlich schon ein bisschen her, nicht weil ich ihn nicht gedreht hätte, ich habe jetzt praktisch zwei fertig schon gedreht, sondern weil ich ihn nicht geschnitten habe. Und das hole ich gerade mal nach und lade ihn dann heute auch gleich hoch und dann schneide ich vielleicht, wenn ich motiviert bin, auch gleich oder fange schon mal an den nächsten Vlog von der Messe dann. Ich weiß gerade gar nicht, ob das der hier ist. Ich komme schon selbst durcheinander. Ich bin gerade am überlegen, ob der Vlog, den ich jetzt gerade drehe, noch die Fortsetzung von dem Buchmesse-Vlog ist. Weil ich zwischendurch ein paar Tage nicht gevloggt habe. Das könnte tatsächlich sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber egal, wir vloggen weiter. Mein Ziel war es ja, jede Woche einen Vlog zu haben in diesem Jahr, was bisher eigentlich auch ganz gut klappt, weil ich wirklich jede Woche vlogge. Nur zwischendurch kam es halt zur Verzögerung, weil ich nichts geschnitten gekriegt habe. Aber egal, ich bin trotzdem bisher ganz zufrieden damit, wie es läuft. Ich meine, wir haben März und ich glaube, bis auf eine Woche gab es jede Woche einen Vlog zu sehen. Und ich habe auf jeden Fall jede Woche für mindestens einen Vlog gevloggt. Also es läuft eigentlich. Ansonsten muss ich mal gucken, was ich heute noch so mache. Ich bin später noch verabredet. Ich weiß noch nicht genau wann, aber auf jeden Fall später noch. Und mein Plan war es ja gestern eigentlich so ein bisschen zu drehen für YouTube, für TikTok und so. Vielleicht mache ich das heute einfach dann in der Zeit vorher. Ich würde eigentlich auch ganz gerne ein bisschen plotten am 4. Arcadia. Ich bin schon die ganze Zeit überlegen, ob ich nachher ein bisschen live gehe auf Instagram, so ein Coworking, Co-Reading-Livestream, wie ich sie ja öfter gemacht habe. Also ich würde arbeiten, ich würde schreiben und ihr könntet lesen so parallel und zwischendurch quatschen wir. Aber ich bin gerade halt echt noch unentschlossen, weil ich nicht weiß, wie lange ich jetzt hier für den Vlog noch brauche und so. Ich muss mal schauen, aber ja, das ist so erstmal so der etwas chaotische Plan für heute, beziehungsweise der etwas unstrukturierte. Ich mache einfach, wie ich jetzt Bock habe. Ich muss einmal wahrscheinlich noch los zur Packstation, weil ich wieder für die Kaninchen so eine Futterkiste bestellt habe, die heute irgendwann geliefert werden soll. Ich gucke gerade mal, eigentlich ist das jetzt gerade so immer ungefähr die Zeit. Oh, wenn man davon spricht, es ist abholbar, dann ist das bestimmt gerade angekommen. Da muss ich mir auch noch überlegen, wann ich da hinfahre, muss ich gleich mal gucken. Das Ding ist halt, diese Packstation befindet sich auf einem Supermarktparkplatz. Heute ist Samstag, der Ostersamstag. Ich weiß einfach, dass es dort gerammelt voll sein wird. Und das Problem ist gar nicht mal nur so der Parkplatz. Ich meine, wenn ich dieses Paket da raushole, kann ich mich auch schnell mal irgendwo dazwischen quetschen, keine Ahnung. Aber die Ausfahrt ist das Problem, weil da geht es zu einer großen Straße. Da ist auch davor eine Bahnschranke und manchmal, wenn man Pech hat, hat es sich an der Bahn halt auf der anderen Seite lange gestaut. Und dann kommen die halt, wenn man gerade rausfahren möchte aus der Ausfahrt. Und da es sich auf dieser großen Straße auch staut, beziehungsweise weil da immer nicht so viele gleichzeitig abbiegen können, hat man, wenn man Pech hat, die ganze Straße voller Autos und kommt aus dieser Ausfahrt nicht raus. Wenn es dann noch voll ist in dem Supermarkt, so wie heute erwartungsgemäß, steht man da mal eine Weile. Und darauf habe ich gar keine Lust. Das Problem ist allerdings, dass ich halt, also ich könnte das Paket ja auch morgen abholen. Bei jedem anderen Paket würde ich das wahrscheinlich auch machen. Aber das ist halt dieses Grünfutter. Also es ist ja Salatgedöns und so. Das war sowieso schon wieder aus irgendeinem Grund einen Tag länger in der Post. Ich konnte das ja in der Sendungsverfolgung sehen als gewohnt. Also es sollte eigentlich am Donnerstag schon zugestellt werden. Gestern war dann Feiertag.
Das heißt, es ist im Prinzip schon 2 Tage drüber. Und ich will nicht, dass mir das alles welk wird, indem ich es jetzt bis morgen noch in dieser Packstation liegen lasse. Also muss ich irgendwann mich nachher aufraffen und dahin gehen. Ich muss mal schauen. Aber ja, auf jeden Fall hatte ich heute schon einen Neuzugang. Ein Paket von der Bücherbüchse ist angekommen mit Song of Silver, das verbotene Siegel. Das Ganze ist so eine chinesische Kaiserreich-Fantasy-Geschichte mit Drachen. Würde ich jetzt mal so kurz zusammenfassen. Und das ist das Zauberbüchse-Buch in diesem Monat. Und ich habe mir halt das Book Only bestellt, weil der Merch ist meistens nichts für mich und ist mir auch ehrlich gesagt alles ein bisschen teuer. Aber ich dachte, ich bestelle mal das Buch und lass mich mal überraschen, was das ist und wie es aussieht. Und finde es ganz hübsch. Und Drachen sind ja sowieso meins. Hier geht es um Lan oder Lan. Sie hat alles verloren, ihren alten Namen, ihr Zuhause und ihre Mutter. Seit die elantinischen Besatzer ihr Volk unterdrücken, verdient sie ihr Geld als Singmädchen. Als eines Tages der Mann auftaucht, der ihre Mutter getötet hat, flieht Lan und rennt dabei in die Arme von Zen. Zen ist einer der letzten Magier, die die große Macht des Qi beherrschen. Oder das Qi, keine Ahnung, die von den Elantinern verboten wurde. Gemeinsam entdecken sie Lans verborgene Kräfte, die das gesamte Empire erschüttern könnten. Drachen. Ah, bin ich sehr gespannt drauf. Hier vorne ist eine Karte, mit, wo die Orte mit chinesischen Schriftzeichen nochmal unten drunter stehen, die Ortsnamen. Das finde ich auch ganz cool. Und halt so sehr, also auch hier so der Titel, finde ich sehr, wie nennt man das? Nicht authentisch, aber so in der Art. Ich weiß gerade nicht, wie ich es sagen soll. Das Ganze ist eine Dilogie. Auch die Danksagung ist, also wahrscheinlich, weil die Autorin aus der Gegend kommt, haben wir hier in der Danksagung auch nochmal so ein chinesisches Schriftzeichen-Ding. Und ja, finde ich ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das nennen soll. Authentisch ist nicht das richtige Wort. Aber vielleicht wisst ihr auch so, was ich meine. Ja, und Moment. Die Kapitelanfänge finde ich auch sehr schön. Also habe ich mich heute schon darüber freuen können.